Hallöchen und willkommen zurück zu Warframe. Mein Name ist Kaladier, schönen guten Tag. Und Alpine und Akroma sind auch wieder da. Juhu, hallo. Hallo. Moin, moin. So, wollen wir denn sagen, warum wir hier sind? Gut, sagen wir es. Alpine braucht Gallium, deswegen sind wir... Nein, ich brauche so Gallium. Und deswegen sind wir hier jetzt... Au. Ihr seid solche Holzköpfe, das gibt's gar nicht. Selber Klotzkopf. Deswegen sind wir hier auf dem Mars unterwegs. Und, Sollen wir jedes Mal eigentlich, hat da noch niemand nachgefragt, sollen wir den Leuten sagen, was wir jedes Mal dabei haben? So an Gear oder so? Interessiert das jemanden? Weiß ich nicht, können wir ja mal mit anfangen. Jetzt davon. Ja, sag ich mal, dass ich meine Mac Prime dabei habe, die einen Former gekriegt hat. Prime. Und dann habe ich dabei ein Mire-Schwert. Wegen Syndikatseffekt und so weiter. Und ich habe eine Braton Prime dabei, die auch noch levelt. Und meine Pistole weiß ich nicht, welche ich benutze. Das ist voll gut. Akroma, möchtest du uns daran teilhaben lassen? Ja, was du dabei? Ich habe einen Force dabei. Warte. Einen normalen. Zum Leveln ganz normal. Eine vierfach geformte und Kartoffel der Soma Prime. Eine AK Bronco. Ein Ankyros zum Leveln. Einfach, ja, Levelzeugs halt, ne? Genau. Wenn es eine Waffe, die Schaden macht. Ich bin, weil ich halt das Gallium brauche, dazu verdammt. Mit dem. Passt sogar, ne? Mit dem Necros hier rumzurennen, der hat, glaube ich, keinen Former gekriegt. Ich weiß es nicht, glaube nicht, nee. Wozu auch? Die Braton Prime, die ist aber erst heute aus der Schmiede gekommen. Dementsprechend habe ich da noch nichts drin, außer eine Kartoffel. Und was habe ich an der Pistole dabei? Ich glaube, eine Kraken, genau. Kraken. Was macht die eigentlich so? Kann die was? Ja, komm doch hier nach oben, dann zeige ich dir das. Ja. Okay, meine Mac rumst noch nicht so, wie sie soll. Ist keine sonderlich tolle Waffe. Aber ich finde die Braton halt echt schicken. Ja. Aber wir haben schon rausgefunden, dass sie an, was die DPS und so weiter angeht, an die Soma noch nicht rein, also nicht reinkommen wird. X kommt dran. X. Wenn man es denn da drauf anlegt, dafür hat sie eine ziemlich hohe Statuschance. Das heißt, man kann hier die hohen Level-Gegner schön korrosieren und oder viralisieren. Portionieren. Falls man dann mehrere Schüsse braucht. Kann man sie portionieren. Portionieren. Ja. So, da das hier immer noch derselbe Abend ist wie die letzten beiden Aufnahmen, also 49 und halt auch die 50, kann ich leider nicht auf eure Kommentare eingehen, falls ihr Kommentare dazu geschrieben habt. Aber ja. Ich werde mir da Kommentare schreiben. In der letzten Episode warst du für ein unglaublicher Lacker bist, dass du das Loki-Chassis gekriegt hast. Ja, ich denke auch. Aber weißt du was? Du hast es auch bekommen. Gar nicht. Doch, und hier kommen wieder keine Gegner. Da gehe ich nicht rein. Da kommt einer. Ui. Wir waren zwei. Läuft hier wieder. Oh, hier hinten. So. Nicht so hübsch. Mist. Bin ausgesperrt. Hihihi. Oh, da war Energie. Mana. Mana. Oh, hallo. 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 Bums. Oh, Arm abgeschossen.
Da macht die Bratung so eine Laune mit dem Schnittschaden, dass die Gegner zerfallen. So gut. Und das ist halt für mich als Necros halt echt super. Oh ja. Weil für jedes Körperteil, was da rumliegt, gilt es halt als einzelner Angriffspunkt fürs Desecrate. Das heißt, wenn du so einen Gegner halt in 5 Teile zerblützelst, kommen da halt hier, da, plopp, 1, jetzt habe ich keine Mana. Ja, zumindest 2, ich weiß nicht, ob es 5 werden, aber... 1000. Ah, wir machen das jetzt hier noch einen Moment. Ich sehe nichts. Ja, die Gegner können einem leid tun. Schade. Und hoffentlich gibt es ja auch demnächst mal ein Geilium. Das wäre voll geil. Oh, dass die immer so stauben müssen. Ja, das wäre ich denn ihr Schild platzen lasse. Platz. Oh, 52%, das sieht noch gut aus. Hui. Könnte sie natürlich auch zerquetschen, aber da dauert das Casten bei der Max so furchtbar lange, das macht keinen Spaß. Wir wollen sie zerquetschen. Hallo. Da mehr wie einer? Mal gucken. Ja, hier ist auch gerade. Tote Hose. Ich hole mal das Ding hier unten. Blups. Bombs. Bäbe. Aua. Die machen mir Aua. Oh, das ist Mana. Ja, spannend. Wie wir es halt schon in der 50. gesagt haben, dass halt irgendwie immer so ein Punkt ist, wo halt keine Gegner kommen. Oh, einer. Zwei. Drei. Na gut. Ja, und es ist halt selbst mit Necros schwer, die Life-Supports zu halten. Yep. Die da mit den höheren Leveln irgendwann kommt es dann, weil wir wollen ja hier auch nicht eine halbe Stunde spielen. Ne. Mann, ich habe jetzt keine Lust, ein Plättchen zu legen. Ach, scheiß drauf. So. Ja, das ist ein großes Energieplättchen. Da kriege ich jetzt ganz viel Energie von und das ist ja ein Zoom-Bauen. Dann habe ich erstmal 2 Minuten Ruhe. Wo gibt es ein Energieplättchen da? Ich will auch eins. Boink. Ping voll. Ping rums. Ey, komm her. 3 Gegner. 4. Wow. Ja, wir gehen jetzt einfach einen Raum weiter. Nicht der nix. Nee, hier. Was? Ach so. Kommt da jetzt plötzlich was? Das kam. Meinten dann aber alle in meine Bratonen laufen zu müssen. Unser Akoma ist schon eins weiter zum nächsten. Hier ist alles voll. Ich weiß nicht, was er macht. Der Raum ist voll, ja, auf jeden Fall. Also, ja, hast du zu tun. Komme. Oxium gibt's auf jeden Fall. Ey. Habt ihr das gesehen? Krasch, da Junge. Was haben wir gesehen? Ich hab einfach nur seine Freundin ein bisschen entweiht und dann kommt der an und haut mich. Der spinnt doch. Was fällt ihm ein? Fehlt ein bisschen Mana? Ja, Mana.
Haben wir jetzt eigentlich schon einen? Was haben wir? Haben wir so ein Ding schon? Ich guck mal nach. Geil. Nö. Au, irgendwas schießt. Au. Wir sind ja schon auf dem richtigen Planet, ja. Dahin sind wieder zweimal Ochsen. Oh, wann? Was? Wie? Ah! Ochsen, ohne. Da irgendwo. Ja, ja, das ist der richtige Planet. Ist der richtige Planet. Next Oxium. Bitte, bitte. Bin schon unterwegs, ich bin halt der Mann. Ich bin ja ein alter Negros. Der geht halt nicht mehr so schnell. Der lebte ja noch. Und die leben auch noch. Warum tun sie es? Da war noch nicht viel mit der Secreten jetzt halt. Nochmal am Hebel. Rums. Ja, ist doch die Gegnerdichte etwas höher. Ja, geht auch langsam. Wie lange machen wir denn? Das ist mein Gallium. Prockt, würde ich sagen. Hier liegt Oxium irgendwo. Oder ich kam mal wieder zu spät zur Party und hab's irgendwie nicht richtig mitbekommen. Weiß ich nicht. Viertelstunde, 20 Minuten? Jo, vielleicht gibt's ja was. Was gibt's denn als Belohnung? Super. Ach, es gibt ja immer Kies, glaube ich. Jo, T2 Kies. Nochmal. Dann müsste das nächste Mal Oxium liegen. Ja. Ach, ich krieg einfach keinen Mana. Zum aus der Haut fahren. Ja, da ist gerade nichts rausgefallen. Wir kommen sie mal an die Bubble. Der Bubbel. Was dann? Bubschle. Krieg ich dann Mana? Bubble. Ja, ja. Echt jetzt? Ja, ja, na komm her. Ach, ich dachte schon, du hast so eine Special-Bubble. Special Bubble. Guck mal, was ich hab, ich kann aus meiner Mana so. Da lag nochmal Oxium hier irgendwo auf der Treppe oder auf der Rampe. Wenn es ja Gallium und Oxium gäbe. Ich würde dem Taler dir ja gerne was überweisen, aber so funktioniert das Spiel ja nicht. Oh, jetzt habe ich mich umgefallen. What? Er ist ja nur eine kleine Mac ist er doch. Ja. Nur 150 live. Live ist live. Live ist live. Da, 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 da. Oxium. Zeig mal ein. Oh, Freund Nase. Soll mal auf hier rumzuschießen. Das passiert. Ja, die gehen kaputt. Wenn die auf mich schießen, gehen sie kaputt? Ja, das stimmt. Na, kaputt im Sinne von hat was fallen lassen.
Schlummern wieder Oxio. Ja, hier treibt der Frost sein Bubble-Spielchen. Ja, wenn du das so schnell umkippst, kann ich immer mal so was Sicherheitsbubbeln setzen. Das schieb's nicht auf mich. Eppan ist halt noch jung. Er ist auch zerbrechlich. Ja. Eine Mobdev. Ja. Machten wir das nicht? 4-2 Mobdev? Weiß nicht. Irgendwas? Nee, jetzt nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Nö, und selbst wenn, hätte ich glaube ich, genug Schlüssel. Nee, ich hab's durchgestrichen. Das war das Scanner Blade. Scanner Blade. Scanner? Gindo, verdammt. Also, was? Wir kriegen das Scanner Prime? Finde ich gut. Ja, ich hab's versprochen. So, hört ihr? Alpine hat uns einen Scanner Prime versprochen. Na dann. Lall. Der tut der Jobber. Lall. Ich glaube, die sind für heute schon wieder alle leer gelootet, oder? Da gibt es kein Gallium für uns. Nur Oxium, Ankro. Wirklich Ankro. Wir haben heute unser Glück mit dem Loki Prime Chassis bekommen. So, ich stelle mich mal hier kurz in eine Bubble und guck mal, haben wir schon ein Gallium? Ich nicht. Aber zwei Morphix. Yay. Naja. Ja, machen wir noch bis 20 und dann ist gut. Dann ist gut. Dann tut es gut, dann tut es gut. Ich habe viel Drohnenprobe bekommen. Wow. Ganz wichtig. Ja. Ein Morphit. Na, kommst du her. Bergungsgut, damit häufen sie uns hier ein, bis wir es nicht mehr tragen können. Wahrscheinlich deren Plan, dass wir uns voll machen damit. Dann können wir nicht mehr in den Berg. Nimmt mal jeder 20 Bergungsgut mit in die Hosentasche. Ich hab gehört, die Tenno sammeln das. Das zu viel wird. Aber Chef, ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv? Ja. Ach komm, ein Gallium muss doch hier mal drin sein, oder? Ja, Morphide sammelst du ohne Ende. Ja. Ah, den misst weh ja kein Mensch. Oh Gott, jetzt habe ich es gesagt und jetzt brauche ich irgendwann demnächst so viele Morphide, dass ich wieder keine habe. Aha, kein Mana. Ah, Jungs. Hier oben ist Mana. Der gute Mana. Oh. Ach ja. Morphide, das ist wieder so ein Ding. Da denke ich wieder an unsere frühe Zeit damals zurück, die wir jung waren. Herr Taller, die bewegen Sie Ihren Hintern zum Wegpunkt. Ich habe da was für Sie gelootet. Ja, bei meinem Wegpunkt ist Oxium. Ja, Morphide oder Morphix, wie es im Englischen heißt. Das war halt so ein... Hast du jetzt das Gallium? Nee, noch nicht. Bin hier vorne noch schwer am Kämpfen. Und jetzt am Desecraten erstmal. Hol das Gallium. Hol das Gallium. Ich hole. Ja, am Anfang. Wo denn? Hier irgendwo.
Keine Ahnung, hier war ich gestanden, als der Carrier das eingesaugt hat. Kann nicht allzu weit weg sein. Ja, zwei Gallium, ich werd ja verkloppt. Sehr schön. Ja, auf Richtung Ausgang. Wie, jetzt geht's ja los? In 20 Minuten. Wie, jetzt geht's ja los? Die Leute wollen doch sehen, wie das wir hier machen. 4 Stunden. Wie ich nochmal auf der Nase liege gleich. Survival. Oh, lustig. Ah, na gut. Geh mal raus. Dann gehen wir halt. Wo ist denn der Ausgang hier? Nochmal Morphine. Wahnsinn. Super. Ja, jetzt wollte ich das endlich mit den Morphinen erzählen. Kann mich noch gut daran erinnern, so an der Anfangszeit irgendwie so. Ja, wir brauchen für die Waffe 3 Morphine. Natürlich. So scheiße, kann man nie im Leben kriegt man das zusammen. Was, eine Ovo-Kindzelle? Die muss ich mir erstmal im Shop kaufen. Das habe ich auch gemacht. Ach ja, damals, als er da überall sah. Hören wir mal rein. Sehr schön. 2 Gallium. 3800 Bergungsgut. 150 Oxium. Ach nee. Berge. Ja, ja. Schick, schick, schick. So. Dann, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen, Leute. Ihr wart die Besten. Und, ja. Danke, Alpine. Danke, Akroma. Schön. Ja, sehr schön. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und bis dann. Tschüss.